Freunde, zusammen bei Nacht, es, weil ich brauche jetzt, wir brauchen jetzt, PvP ist gerade so nervig, es ist unglaublich. Es ist nervig, möchte ich sagen. Es ist wirklich nervig. Was ist das hier? Nichts, ciao. Ja, oh mein Gott, ist das real life? Kommt alle BD. Ein Pot, alles klar. Was geht ab, meine Hose, die Fighter Hose Rio, und heute mit einem weiteren Dragon Ball Legends Video. Wir werden heute einige PvP-Kämpfe machen, Freunde, denn ich bin im totalen Tryout-Modus. Ich habe gestern, glaube ich, PvP übel gesucht gestern. Ich bin, glaube ich, von 30 auf 36 oder so habe ich mich, glaube ich, gerankt. Jedenfalls aber, eine Sache war so nervig, ey. Es war einfach nur Hits. Wieso? Ich bringe immer einen Charakter raus, mit dem du einfach, den du total abusen kannst. Zuvor war es LF Goku, wenn man ihn hatte, rein damit fertig. Du hast auf jeden Fall gute Karten. Ich meine, natürlich, es kommt immer auch darauf an, wie man selbst spielt und so fort, aber dieser Hit ist so brutal, der macht so viel aus, Freunde. Es hat mich so getriggert gestern. Deswegen habe ich gestern bei Nacht zwei Mutis rausgehauen, damit ich ihn holen kann. Also, es hat geklappt, ich hatte Glück. Aber ich werde auch mit ihm total tryharden. Es wird sich heute nicht nur um Hit drehen, ich werde mehrere Teams testen, mehrere Charaktere. Vor LF Goku vor allem, fand ich eigentlich PvP an sich wirklich balanced. Es gab viele Teams, mit denen man spielen konnte. Sei es Freezer Clan, Saiyans, God Key, Hybrid Saiyans, Son Family, Regen, Vegeta's Family, Androids. Die waren wirklich alle gut und mit jedem konntest du spielen. Dann haben die LF Goku rausgehauen, LF Goku konntest du total abusen. Ich meine, okay, jetzt nachdem man eine Weile online ist, weiß man, oder wenn man weiß, wie man gegen ihn kämpft, geht das auf jeden Fall klar. Aber Hit, Freunde, wenn Hit dich einmal in der Combo hat, der zerstört deine Nase. Der bricht dir die Nase durch und durch. Es ist unglaublich. Werden wir gleich hoffentlich auch sehen. Ja, wir werden dementsprechend folgendes Team testen. Ja, apropos LF Goku, den habe ich nämlich auch gezogen. War aus einem Ultra-Dimensions-Rush durch die Tickets, Gott sei Dank. Auf dieses Team bin ich übertrieben gespannt. Aber wir werden weitere Teams testen. Wir haben zum einen dieses Team bei Nacht. Das ist ein Team, was total einfach nur LF Goku abuse, indem wir Mr. Satan drin haben, weil er die blauen Karten mit uns liefert. Das Team, ja, Vegito spielen wir nicht, das haben wir schon mal gespielt. Son Families, auf jeden Fall bin ich drauf gespannt mit dem neuen Goku Blue, wie das Ganze sich machen wird. Und dann haben wir, ja, Freezer haben wir auch schon gesehen, wenn wir nicht heute machen, das Team spielt gerade so jeder mit Hit, Freunde. Please balance this. Was ist das? Das Team sieht so aus, denkst, ach was, der hat 5 gelbe Charaktere, das ist nichts. Nein! Das reicht total wegen Hit. Weil Hit tut Element Blau oder Gelb Charaktere buffen durch seine Sie-Fähigkeit. Und das zählt für jeden Charakter individuell. Heißt, wenn ein Element Blau oder Gelbe Charakter im Team ist, dann bekommt das. Was meine ich damit? Zum Beispiel, Freezer bekommt den Boost, Full Power Freezer bekommt den Boost von Hit. Aber auch, natürlich Hit selbst, aber auch Cooler bekommt ihn. Weil, ja, das Team, das ist ein... Ich würde sagen, ich rede nicht lange rum. Wir werden auch einige Teams testen. Deswegen würde ich sagen, wir springen mal sofort in den Kampf rein. Let's go. So, Freunde, im ersten Kampf mit dem Setup von Mr. Satan, was ich euch zeigen wollte. Wieso macht man das? Wieso kann man das machen? Das kann man tatsächlich machen, weil Mr. Satan nimmt blaue Karten mit. Und die wollen wir für Goku haben, zum Beispiel. Hat natürlich wegen seinem Konton, wenn er sich transformiert hat. Jetzt hat er sich noch nicht transformiert gehabt. Und Mr. Satan ist gar nicht mal so schlecht mit seiner Hauptfähigkeit. Verringert er. Hallo? Zum Beispiel noch. Moment. Verringert er zum Beispiel noch Fernangriff. Erhöht Fernangriffkosten vom Gegner auf 99. Mr. Satan tut sich auch wiederbeleben. Also, und wenn man ihn rausswitcht, dann bekommen die Verbündeten einen Buff. Man kann das tatsächlich machen. Seine Sie-Fähigkeit tut auch die Kosten von blauen Kartenfängern. Guck mal, eine blaue Karte kostet bei mir zum Beispiel. Oh mein Gott. 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 Bei Satan waren es 30, aber er verringert sie um 5. Wir haben das gesehen. Die blaue Karte kostet zum Beispiel 45 und dieser LF Goku hat zum Beispiel jetzt 2 blaue Karten. Bin jetzt leider in Kombo, ist da dumm von mir gemacht. Aber ansonsten habe ich jetzt 2 starke Konto, so, wisst ihr, was ich meine? Es leckt ein bisschen, ey. Unglaublich. Ja, Mann. Ja, siehst du. Ey, es leckt! Es leckt!
Das ist jetzt ein Computer, der drin ist. Aber im Prinzip macht man halt das da mit dem Goku. Ist ein bisschen... Ah, das war nicht gut von mir. Ah, okay, hat geklappt. Ah, es war ein Schlagangriff, deswegen. Im Prinzip fährt man aber dann diese Taktik mit dem Goku. Was anderes machst du nicht mit dem Team. Ich habe diesen Goku nicht oft gespielt, um ehrlich zu sein, weil ich schon finde, dass die Taktik ein bisschen langweilig ist. Aber man muss aufpassen. Man muss auf jeden Fall aufpassen. Guck mal, der hat jetzt hier wiederbeleben und der hat einen Rising Rush rausgehauen. Das freut mich. Gegen Mr. Satan. Das ist mir völlig bewusst, dass er den Mr. Satan raushaut. Ja, wir spielen gerade im Computer. Mir ist egal, Freunde. Ich habe genug von diesem Kampf gehabt, weil... Es ging mir übel auf die Nerven, um ehrlich zu sein, gerade. Bis ich mal einen gescheiten Kampf gefunden habe, ohne Legs und was weiß ich. Und jetzt habe ich noch einen bekommen und der ist dann doch off. Egal, mir geht's auch nicht um dieses Team, um ehrlich zu sein. Deswegen klatschen wir das so weiter. Ich wollte aber das mit LF Goku euch mal zeigen, mit Mr. Satan, was dahinter steckt. Das kann man nämlich definitiv machen. Und Rising Rush, ganz ehrlich, das sollte man ändern, Mann. Rising Rush ist viel zu viel auf Glück basiert. Ich sag's immer und immer wieder, zum Beispiel sollte man sowas einführen wie... Der kann das nämlich tatsächlich noch gewinnen. Der kann das tatsächlich noch gewinnen, diesen Kampf. Okay, jetzt ist ein bisschen... Jetzt war's es. Ja, so, Rising Rush könnte, meiner Meinung nach, ist noch viel zu viel auf Glück basiert. Ändert das? Also so, okay, vom Verfahren kann man das so lassen, dass man Dragon Balls einfach einsammeln muss. Aber dann, nicht, dass du einfach eine Karte auswählen musst, so auf gut Glück, sondern, dass du zum Beispiel bei einem Clash muss man ja die Leiste drücken. Dass du dreimal hintereinander die Leiste drücken musst und wer aus diesen drei Clashes gewinnt, oder die meisten Punkte hat, jeweils bei den drei Clashes, bei den drei Balken, der hat den Rising Rush gewonnen. So, wisst ihr, was ich meine? So stelle ich mir das vor im Endeffekt. Oder dass das halt besser wäre. Gehen wir mal rüber zu dem Team, let's go. Warum nicht? Ich scroll einfach mal nach rechts. Und ja, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann dürft ihr uns auf jeden Fall gerne ein Like geben und auch gerne ein Abo da lassen, das Ganze zu unterstützen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja. Ich bin im totalen Triad-Modus im PvP, ich sag's euch, aber ich glaube, der nimmt keinen lila Charakter mit. Eigentlich würde ich gerne Kai Ungoku spielen, weil ich noch nicht gespielt habe. Aber wir machen das mal folgendermaßen. Wir nehmen mal Gohan mit und Kai Ungoku Blue. Eigentlich spiele ich in dem Setup Kai Ungoku Blue, aber ich glaube tatsächlich, dass er keinen lila Charakter mitnimmt. Warum auch, ich habe keinen grünen Charakter. Deswegen, ja, Kaioku Blue werden wir heute noch sehen, auf jeden Fall in Action, Freunde. Ich will ein, zwei Teams, wie gesagt, euch zeigen und dann gucken wir mal dieses Team an, wie das Team denn hier funktioniert. Alright, gegen ein Regen-Team war es, richtig? Richtig, genau. Okay, let's go. Komisch, dass... Manchmal reagiere ich zu langsam. Ah, kennen wir von irgendwo, ne? Buhan Challenge. Ding ist jetzt, wenn ich in Goten rein switch, bringt der Cell raus. Egal, Gohan hat noch einen Heal. Deswegen. Ah, ja. Was jetzt aber? Es laggt ein bisschen wieder. Ich bleib mal bei Gohan, weil er wird sicherlich. Wenn ich Gohan... Noch ein? Nice. Ah, jetzt kann ich den Gohan raus, weil jetzt kommt gleich Cell. Aber gut, den haben wir. Noch ein? Nice. Den haben wir raus mit dem Rising Rush. Samus hatte gerade rausgehauen, oder? Richtig. Ja, jetzt Rising Rush, purer Zufall, Alter. Ich bin kein Fan vom Rising Rush. Klar, ist ein Tool, wo man gut Schaden macht, aber es ist rein zufällig, Mann. Ganz ehrlich. Diese Rising Rush, das dreht das Spiel komplett. Komplett, wenn Rising Rush durchkommt oder wenn euer eigenes quasi nicht durchkommt. Das dreht das Spiel komplett und ich bin kein Fan davon, um ehrlich zu sein. Ja, naja. Egal.
Ich werde versuchen, den Zamasu entweder mit, guck mal. Mit Gotens Finalangriff zu treffen oder zu besiegen. Oder mit Gokus blauen Karte. Ja, wow, der. Guck mal. Seht ihr, wie PvP gerade abläuft, Freunde? Das ist genau das. Und das regt mich auf. Und dann laufen auch noch Hits rum. So Mono-Hit-Teams. Full Power Freezer rein, Cooler rein. Und dann, ja, GG, komm, alles zerstören so. Ja, Bakayaro, Alter, verzieh dich. Naja. Ja, okay, das Team war ich echt nett. Das hat mir gefallen. Aber gucken wir uns mal jetzt das nächste Team an der Stelle an. Was nehmen wir? Haben wir Bock auf Gottki? Let's go. Okay, es war schlecht von mir. Schon können auch mal viel Schaden nicht bekommen. Ey, lol. Okay, ich hab ihn. Und jetzt in Vegeta rein zum Beispiel. Der zieht eine Karte, sehr schön. Sehr gut, das ist gut. Au. Oh. Seht ihr, das ist das Gute bei Vegeta dann. Wenn man ihn so reinbringt. Das ist sehr schön. Okay. Und Gokus, grüne Karte auf jeden Fall auch sehr wichtig, ne? Wegen dem Heal. Oh, cooler, ein richtig guter Charakter. Zum Beispiel. Ah, ich habe gerade überlegt, ob ich. Komm, rein mit dem. Ah, es laggt, guck mal. Es laggt, ich konnte ihn nicht richtig reinbringen. Es ist unglaublich. Und sowas regt mich auch auf jeden Fall auf. Jetzt habe ich die Kalken. So gesehen ein wenig verschwendet. Nice, Smokens. Ah, ja, nice. Aber dieser Kalkmoko wird jetzt so asozialen Schaden machen. Ich, guck mal, es. Ich hätte den Vegeta vielleicht reinswitchen sollen und dann Rising Rush zu machen, aber es sind diese kleinen Sekunden, die laggen. Das macht schon was aus, Freunde. Ich mecker hier nicht auf hohem Niveau, vertraut mir. Das macht was aus, wenn du eben sowas reinswitchen willst oder so. Oder eine gute Combo durchführen willst. Aber Kalkmoko Blue, guck mal, Typen Nachteil. Was, der hat seine Nase gebrochen. Okay, der hat, guck mal, der hat auch aufgegeben. Der hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Ja, lass seine Nase brechen und dann das Ganze auch beenden. Guck mal. Normalerweise fliegt er ganz vor, aber ich kann das nicht abschätzen. Es leckt halt, es leckt, vertraut mir. Ich erzähle keinen Käse. Ja gut, dann beenden wir das Ganze mal mit Kalken Goku Blue. An sich eigentlich, also wenn ihr die Hauptfähigkeit von Kalken Goku Blue aktiviert, nicht vergessen. Ah, warte, vielleicht hätte ich ihn mit Vegeta besiegen sollen. Weil Vegetas finale Angriff zerstört den komplett Freezer. Kalkmoko Blue nicht vergessen, wenn die Hauptfähigkeit. Guck mal, das ist jetzt verstärkter Angriff. Das ist richtig geil. Wie geil das aussieht. Guck mal jetzt. Verstärkt wird er, wenn er zuvor eine grüne Karte aktiviert. Okay, Kalkmoko Blue ist schon brutal in der Hinsicht. Wo war ich stehen geblieben? Achso, nicht vergessen wegen Kalkmoko Blues Main Ability. Er bekommt dann auch wieder seinen Dodge. Also, wenn es geht, baitet den Gegner. Also. Zum Beispiel Dodge, verschwendet ihr euren Dodge, dann denkt der Gegner, ah, du hast keinen. Oder ihr holt den vom Gegner aus, Dodge dann selbst. Im Endeffekt, wenn der Gegner denkt, dass ihr selbst keinen habt, dann aktiviert die Main Ability, dann habt ihr wieder, dann könnt ihr nochmal dodgen. Ja, Freunde, dieses Team werde ich mir zum Schluss aufbewahren, zum letzten Kampf. Aber jetzt würde ich erstmal euch gerne das hier zeigen. Das mit Hit, Freunde. Das. Wisst ihr, wie Schaden Hit macht und sein finaler Angriff? Der tut einfach erlittener Schaden down um 100% senken. Also der Gegner bekommt übertrieben viel Schaden. Wir haben hier 5 gelbe Charaktere. Lasst euch davon nicht irritieren. Der wird jetzt zum Beispiel sein Vegito mitnehmen. Aber wir haben hier einen Cooler. Wir haben hier einen Cooler. Deswegen, der hat dann quasi Typenvorteil gegen Vegito in der Hinsicht. Aber sobald Hit jemanden in der Combo hat, er bekommt so viele Buffs, Freunde, selbstständig und die kann man nicht eliminieren. Er bekommt selbstständig Crit. Er hat ein Konto auf der grünen Karte. Ich hoffe, ich kann jetzt alles zeigen, was ich da zeigen will. Und zudem haben wir noch einen guten Charakter mit Full Power Freezer. Individuell richtig stark, hat auch ein Konto.
kann sich wiederbeleben. Cooler ist auch gut. Ja, das ist halt das Gestörte. Und die Buffs auf der Bank sind auch brutal. Natürlich sind das eher, jetzt die Sache, ich werde kein Ding aktivieren, Schlagangriff. Es lag, guck mal. Ey, dieses Game. Ja, Psych! Ich wollte keinen Schlagangriff aktivieren, weil er eben dann genau in Vegito Blue rein switchen wollte. Guck mal, es lag wieder. Weil er dann genau in Vegito Blue reinwechseln wollte. Es laggt. Please fix your game! Und deswegen hätte er dann quasi das kontern können. Ey, fix your game, please, I dare you. Please, 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 please. Das ging nicht, war zu viel. Ah, ich hatte ihn wieder. Oh, mau, Leute. Oh, mau. Ich hatte den wieder, seht ihr? Wenn ihr gegen Vegito kämpft, Freunde, Vegito hat so viele Konter bekommen. Es ist unglaublich. Vegito hat so viele Konter bekommen. Klar, wenn ihr noch mit Vegito gut spielen könnt und mit dem Team an sich, dann funktioniert das Ganze. Aber wenn ihr da auf sowas achtet, dass ihr gegen eben Vegito, wenn ihr gegen Vegito kämpft, dass ihr da keine Schlagangriffskünstlerkarte hängt, sobald, so wenn er in der Bank ist, weil dann tut er das Ganze ja blocken. Dann ist das in eurem Gunsten, Freunde. Ihr seht das, es funktioniert. Und du, Junge, zweimal Pizzascheiben in dein Gesicht, Digga. Raus mit dir. Merkt ihr, was für eine Eskalation? Ja! Tschüss! Ich muss dazu, glaube ich, nicht viel sagen, oder? Please balance. Das ist das, Freunde. Wenn ihr einen in der Combo habt, der ist weg. Der ist weg. Wir haben vorhin nicht mal seinen Molotow und so gesehen, aber das Team ist brutal. Ich bin ehrlich, ich werde es abusen. Ich werde da tryouten, weil jeder spielt das. Jeder, der den hat, spielt das. Und wie gesagt, Freunde, versteht mich nicht falsch. Versteht mich wirklich nicht falsch. Es kommt auch auf den Spieler selbst an. Wenn du mit dem anderen Team gut eingespielt bist, zum Beispiel Future Team und so, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die sind auch richtig gut. Wenn ihr mit sowas spielen könnt, wenn ihr mit sowas kontern könnt, wenn ihr an sich spielen könnt, wenn ihr wisst, wie man spielt, wenn ihr hoch spielt, dann schafft ihr das. Also, beziehungsweise, dann seid ihr mit eurem Team auch gut gesetzt. Aber es kommt halt ein Charakter raus und das passiert so oft in Legends. Mit diesem Charakter habt ihr übertrieben Vorteil so. Gegenüber anderen. Von seinem Kit her, von dem, was er drauf hat. So, die Frage ist, mit wem wird er anfangen? Ich fange mal mit Kaioken an. Let's go. Machen wir das Ganze mal so. Ich fange mal mit Kaioken an. Ja, Freunde. Und wie gesagt, ich bin leicht triggert. Kann sein, dass der eine oder andere vielleicht eine andere Meinung ist. Verstehe ich total, können wir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren diskutieren, so zeigt dem, was ich jetzt sage. Aber Hand aufs Herz, dieser Hit hat so viel drauf, wenn ihr ihn habt. Ihr habt einen Vorteil, auch vom Teamsetup her. Klar, er hat nicht so gute Ausrüstungen, aber ihr seht, was er drauf hat. Und wenn ihr ein Team schmeißt mit solchen Charakteren, was eigentlich so aussieht, wie als würde es gar nicht funktionieren, es funktioniert jedoch auf gestörte Weise übertrieben gut. Er bringt den Grünen rein, genau. Ah, so Hit reinzuwechseln ist zum Beispiel, das sollte man zum Beispiel nicht machen. Aber, ja. Vielleicht fangen wir uns ja wieder, let's go, gucken wir mal. Ciao. Ey, guck mal. Ganz nach vorne, bitte, Game, please, hör auf zu laggen. Und die grüne Karte ist ein Konto von denen, das ist lustig, gell? Falsch eingesetzt. Ah, richtig eingesetzt. Ich hatte Glück. Was ihr da machen könnt ist, beim... Ich hatte meine Hauptfähigkeit nicht, aber ihr könnt nach eurem Konter, könnt ihr tatsächlich die Hauptfähigkeit aktivieren und dann den finalen Angriff draufsetzen oder an sich eine blaue Karte. Könnt ihr reinsetzen. Genau, aber ihr merkt bei dem Team schon, das ist total offensiv. Wenn ich da in der Combo drinnen bin, dann bekomme ich sehr viel Schaden. Ich habe auf die Karte getippt, ey. Das sind dann auch so Sachen... Oh mein Gott, ich könnte sowas von ausrasten, ihr wisst es gar nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die regen mich so auf in diesem Spiel. Das sind so Kleinigkeiten, die regen mich so total auf in diesem Dreckspiel, ey. Ohne Spaß. Und das ist deswegen, warum ich so triggert bin, Freunde. Es sind solche Kleinigkeiten, wie wir sie gerade gesehen haben.
Ich habe auf diese Karte getippt, ey. Wieso funktioniert das nicht? Es lag daran, dass ich die Karte aktiviert habe, bevor ich in Kyogokubu geswitcht bin. Und dementsprechend hat es diesen Befehl nicht übernommen, sag ich mal. Natürlich, ey. Friss das, Junge. Den Sidestep hat er zum Beispiel gleich gerade auch nicht gemacht. Ja, das ist das Laggen. Ich bin kein. Ah, ich weiß nicht. Es ist nicht so schlimm wie früher, aber es macht den Unterschied. Und das ist halt. Ich nehm's auch viel zu ernst. Sorry, falls jemand davon getriggert ist. Aber ich habe die letzten Tage so hart um mein. Ich habe so hart geschwitzt und so getriggert, ey. Ey, so viel gerankt. Unglaublich einfach. Und dann kommt gleich so ein Charakter her und ich habe übel den Vorteil. Und ich hab den. Guck mal. Und das war's so. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ein Charakter gewesen, Freunde. Es ist ein Charakter gewesen, der dieses Spiel ausgemacht hat. Versteht, was ich meine? Naja, ich weiß, was zu halten soll. Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr von dem aktuellen Stand vom PvP haltet. Ich bin legit. Es macht mir eigentlich Spaß. Aber dann gibt's so Charaktere wie LFU zum Beispiel. Der hat uns halt gesolo-carried. Oder Hit von vorhin zum Beispiel. Der hat es auch gesolo-carried. Was ist das? Aber wir haben Hits final Angriff noch nicht gesehen. Das würde ich gerne am Ende zeigen. So, jetzt gucken wir mal, wie der Kampf hier verlaufen wird. Okay. Der hat hinten Vegito. Er hat ihn. Okay. Aber gut, er hat ihn reingebracht. Das ist auf jeden Fall mein Interesse. Wird wahrscheinlich. Leider keine Fernangriffskarte, aber gut, dann machen wir das so. Ah, er hat. Ja, okay, schade, schade. Okay. Haha, das machen sie immer, Freunde. Das machen sie immer. Es hat zum zweiten Mal geklappt. Das machen sie immer. Sobald sie Vegito auf der Bank haben, Freunde, macht keine, also so wenig wie möglich Schlagangriffe. Holt ihn heraus mit einem Fernangriff. Jetzt habe ich leider keine Schlagangriffskarte. Freezer auch brutal, der fängt, wartet mal. Und das könnt ihr auch ranhängen. Das könnt ihr auch ranhängen. Guck mal. Baum. Ah, okay. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht mit der blauen Karte finisht. Kommt gleich ein Rising Rush wahrscheinlich. Jawohl. Bin ich gespannt. Okay, nice. Nice. Läuft doch gut. Läuft doch gut. Final Angriff von Hit würde ich gerne noch zeigen. Und seinen Molotow. Ah, es war dumm von mir. Es war total dumm von mir. Ja, Bakayaro. Schade, das macht. Bitte guck mal. Egal, wir machen es bei ihm. Weil der wird übertrieben viel Schaden machen. Passt jetzt auf. Schaut jetzt. Der hat's überlebt, aber...
Ja, weil er Typenvorteil hatte, ganz klar. Aber wie geil die Ulti aussieht. Unglaublich. Unglaublich, wie brutal die Ulti aussieht. Bagayara. Der hat bestimmt noch eine blaue Karte. Deswegen hat er das schon aktiviert. Das ist halt scheiße jetzt, guck mal. Freezer wird noch sich wiederbeleben. Deswegen. Aber guck mal, sein LF Goku, der kann das auf jeden Fall noch. Ja, der hat das gedreht. Das ist halt das jetzt. Trotz dessen. Guck mal, ich bin gedodged am Ende, aber es hat. Es laggt! Es laggt und das regt mich auf, ey. Er hat es wahrscheinlich so oder so gewonnen, aber seht, das ist, was ich meine. Ein Charakter ist es, der es ausmacht, Freunde. Aber great, so auf jeden Fall geiler Kampf. deswegen. Ja, Freunde, lasst uns das Ganze hier beenden. Wir haben das mit Hit gesehen. Also ich wollte euch nur im Endeffekt seinen finalen Angriff zeigen. Ja, Freunde, wie gesagt, ich weiß, was ich davon halten soll mit den Charakteren. Ihr könnt mich gerne wissen, was in den Kommentaren, was ihr von dem Ganzen haltet. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.